Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ubisoft. Ivory Tower. The Crew Wild Run Tech Beta. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu The Crew Wild Run Tech Beta hier bei uns auf dem Kanal. Ich bin Tatsache in der Closed Beta drin. Ich fahre mit Gamepad, ich habe A gedrückt, um fortzufahren, damit er hier lädt, fortfahren. Und es geht auch sofort los. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich bin scheinbar in der Closed Beta drin, keine Ahnung warum. Hier, willkommen zur Closed Beta von The Crew Wild Run für PC. PC, genau. Erlebe die USA, wie sie noch nie zuvor gesehen hast. Probiere neue wilde Fahrzeuge aus und miss dich in den ersten Ausgabe des Suites. Das heißt, wir fahren jetzt los. Wir starten in der Nähe von Las Vegas. Da sind wir. Und er lädt die Konnektionen zu anderen Spielern. Und da das eine Beta ist, habe ich leider nicht viel hier zu machen, sondern ich kann jetzt einfach nur hier mal ranzoomen, so wie wir das noch kennen, wie ihr seht. Man kann einfach irgendwo reinzoomen und das Spiel... Oh, lädt instantly. Also das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, was sehr, sehr schnell lädt. Das ist echt gut gemacht. Guck mal hier, wie schnell hier Texturen und alles geladen werden. Wir sind auf meiner neuen GTX 89 Ti. Ja. Deswegen alles auf Ultra und wunderschön. Guck mal hier, wie schnell der so eine Stadt lädt. Und jetzt laden wir mal wieder zu mir zurück. Zoomen wir mal daran, wo wir eigentlich sind. So, und ranzoomen, und ranzoomen. Und ja, hier sind wir und wir verlassen jetzt mal, zoomen rein und sehen, hier spawnen auch schon andere. Diese Personen, die jetzt hier sind, das sind andere Mitspieler, die auch in der Closed Beta drin sind, weil alle hier erstmal spawnen. Aber wir probieren jetzt einfach mal aus, worum es geht. Ich muss jetzt hier erstmal den Chat unten ausblenden, weil der ist echt hässlich. Und wir können losfahren. Wir haben hier diesen schönen Chevrolet, ist es, glaube ich. Eine geile Karre. Gucken wir jetzt erstmal, wo wir hinfahren können. Ach ja, genau, The Crew, das Fahrdingens. Da war mal was. Konnte man irgendwie das Licht an... Hopp, da fliegt einer durch die Gegend. Gerüchte machen die Runde über ein paar neue Events in den Staaten für exotische Fahrzeuge. Willst du dabei sein, solltest du zum Ort auf deiner Karte fahren und an den Probeläufen teilnehmen. Worauf wartest du? Mach das, Ausrufezeichen, weil wir sonst nichts anderes haben, sagt mir das Spiel sozusagen damit. Wir folgen mal wieder der schönen Linie, die es hier oben drüber geschwurbelt ist über The Crew. Meine Fresse, ist das ein schönes Spiel. So. Boah, lässt er sich gut fahren. Meine Güte. Was ist denn los? Muss man sich nur ein bisschen dran gewöhnen. Die Karre ist aber auch... Oh, ups, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Die Karre ist aber auch geil. Die man hier direkt am Anfang bekommt. Aber ich denke mal, das ist einfach, um alles zu zeigen. Ja, alles, was ich hier zeige, ist kein... Nichts Besonderes. Das ist alles halt nur... Eine Tech-Dingens, oh Gott. Gott, bin ich schlecht. So, alles eine Tech-Demo. Die einfach nur zeigt, wie das Spiel aussehen wird. Das ist aber nachher nichts Finales. Das heißt, alles, was hier zu sehen ist, ist nicht offiziell. Deswegen bitte ich auch, kleinere Bugs und Fehler zu ignorieren. So, ich hoffe, ich darf das hier überhaupt zeigen. Aber wenn schon... Okay, ich hab's nicht geschafft. Egal. Ich war da eh. Ich muss mich eh erstmal wieder fangen. Pass auf, wir machen jetzt einfach mal nochmal. Das kann man ja so schön machen hier. Hups! Hallo? Kann man sich irgendwie. Ah! Nicht reinfahren! Ich will das Ding finden, was hier versteckt ist. Oh Gott, das ist überhaupt nicht wie GTA. Scheiße, komm, fahr. Vor allem irgendwie muss ich mal meine Ansicht ändern. Warte mal. Ich gucke mal gerade. Nein. Warte. Steuerung. Ich weiß nicht mehr, wie man die Ansicht wechselt. Das ist Karte. Das ist Karte größer, Mann. Das ist Hupen. Ah, okay, das ist was da unten. Das ist das. Das nach hinten gucken. Ah, rechter Button. So.
Verdammt. Ja, keine Ahnung, ob ich es gefunden hätte. Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier wieder drüber. Dann gucken wir mal, was wir jetzt schaffen. Wir müssen so lange wie möglich auf der Straße bleiben. Ohne rauszufliegen. Mal gucken, wie sich die Karre fahren lässt. Oh Gott, ist das ein anderes Fahrgefühl. Ist aber gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut gemacht, The Crew. Okay, komm, 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 komm. Nein! Fuck, ich habe meinen Multi verloren. Das habe ich extra gemacht, weil ich wusste, dass ich eh auf Bronze bin. So. Sehr, sehr schön. Okay, dann fahren wir mal weiter unsere Dingens hinterher. Da hinten ist er und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir hier hinfahren. So, einzeln, natürlich. Geht ja noch nichts anderes. Und der schöne Ladekreis. So, Driftprüfung. In einer Driftprüfung zeigst du deine Fahrkünste, indem du innerhalb einer bestimmten Zeit Punkte durch Driften erzielst. Bremse, um zu driften, und kontrolliere dein Fahrzeug mit Gaspedal und Lenkrad. Solange die Uhr läuft, kannst du zeigen, dass du der Beste bist. Ist das jetzt ein Opel Corvette? Und es ist vor allen Dingen nass, das ist schon mal ein guter... Wow, 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 wow. Reifen ist warm. Oh Gott, die Straße ist klatschnass. Was? Ja, ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung, was ihr meint. Was? Ich kann kein Auto fahren? Nein. Kann man das irgendwo neu starten? Was? Nein, ich nein. Scheiße. Ja. Ah, ich habe mich jetzt nicht getraut, das Spiel in Ultra HD zu starten. Muss ich auch mal ausprobieren. Das hat mir es mir angeboten. Willst du? Deine Karte ist fähig dazu, aber ich habe mich nicht getraut wegen Aufnahme und alles. Müsste ich eigentlich mal ausprobieren, ob das auch in Ultra HD läuft. Also 4K. Okay, okay, okay. Da muss man sich echt dran gewöhnen, warte. Ich mach das Ganze von außen. Scheiße. Ja, zeige, dass du der Beste bist. Sag mal. Ah, okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wenn man mehr driften will, gibt man Gas. Wenn man weniger driften will, hört man auf, Gas zu geben. Ah! Es tut mir so leid, Leute. Ich bin da so schlecht drin. Ach du Scheiße. Es tut mir so leid. Ich bin so schlecht. In Autospielen. Versuchen wir das Ganze nochmal. Mach halt. Das sieht so geil aus, mit dem, wo der hochdreht, mit dem Nebel dahinter. So. Oh, Hecktriebler. Muss man irgendwie eng reinfahren oder weit? Ah, siehst du mal, hast du das gesehen? Also mit Volldrift reinfahren und dann Gaspedal weg und dann wieder Gas geben. Oh, ich hab's raus. Ich hab it. Ich hab it. Das wusstet ihr alle bestimmt schon 30 Jahre vorher. Ich bin ja eher so der Traktionsfreak, wenn du um die Kurve knallen kannst mit 80. Wuh! Meine Fresse reißt er aus. Meine Güte. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Handbremse macht. Nein, so nicht. Ich glaube, es gibt gar keine Handbremse. Lassen wir das. Jetzt keine Experimente, wenn man es einmal rausgefunden hat. Oh, oh. Na. Na, weniger driften. Mehr driften. Zeige, dass du der Beste bist. Aha. Aha. That's my shit. So. What? Scheiße. Hauptsache driften. So. Mann. Noch 30 Sekunden. Wie viele Punkte muss ich denn machen?
Leute! Oh, der war gut. Der war gut. Gib's zu. Oh, trifft dir die Scheiße aus dir raus. So, ich muss gerade was... Okay, so, 4600 Punkte, ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Wir fahren einfach weiter. Hauptsache, es ist vorbei. Scheiße. Ja, ich bin schlecht im Videospielen. Niemand hat ja auch gesagt, dass ich gut bin, ne? So, wir haben noch sonst noch eine... So, in der... oh Gott... Oh nee, in Monster Arena kämpfst du gegen die Zeit und versuchst Punkte zu erzielen, indem du Zielmarkierungen abfährst, die über eine Arena voller Rampen, Plattformen und Hindernissen verteilt sind. Die Markierungen haben unterschiedliche Werte. Leicht zu erreichende bringen wenige Punkte, während die am schwerstplatzierten die größten Belohnungen einbringen. Vergiss nicht, ohne Risiko keine Belohnung. So. Okay. Versuchen wir das. Oh Gott. Oh ja, schön, wie das Gitter dahinter zugeht. Oh ja, was ist das denn? Wow, wie geil. Okay, hoffentlich lässt sich die Karre einigermaßen fahren. So, gucken wir doch mal. Und da hinten ist direkt der nächste 100er. Und ich sehe schon einen Tausenden voraus. Der lässt sich doch bestimmt bekommen, oder? Pass auf. Ah, nicht verziehen. Nicht verziehen, bist du bescheuert? Aha. So, gucken wir mal, wo es die nächsten gibt. Na, ich sehe schon. So, und hopp. Habe ich die nicht bekommen. Okay, den sollte ich aber kriegen. Den habe ich nicht bekommen. Okay. Scheiße. Ja, ich merke auch schon, hier bin ich schlecht. Fahren wir jetzt eben hier drüber. Hopp. Meine Fresse, der schluckt ja einfach so diese Hubbel hier. Ich habe Angst, dass ich viel zu wenig Punkte habe. Hey! Wow, wie es den runterzieht, ey. Komm, fahr einfach. 17 Sekunden, scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie macht man Boost? Ah, mit... Ah. Wie soll man da den... Ach so, das ist da hoch. Ja, ja, ja. War das gut? Mission erfüllt. Ach, alles super, wenn eine Mission erfüllt steht. Gab es denn irgendwie ein Mindest? Ich hoffe nicht. Weiter! Okay. Boah, habe ich The Crew lange nicht mehr gespielt. Das war immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Oh, das nächste direkt hier. Meine Güte. In der Dragster-Prüfung nimmst du an einem Dragster-Rennen über 3 Runden teil, um die bestmögliche Zeit zu erreichen. Kontrolliere die Drehzahl und Reifentemperatur. Kontrolliere die Reifendrehzahl, bevor die Ampel grün wird, um optimal zu beschleunigen, um die schnellste Zeit zu erzielen. Denke daran, dass du 3 Runden hast.